Ich stelle hier die Morsche Waage vor, ein Messgerät zur Bestimmung der Dichte von Flüssigkeiten. Ich werde zuerst ein paar Worte sagen zu den physikalischen Grundlagen und das Funktionsprinzip erklären und dann zeigen, wie man die Morsche Waage benutzt. Die Morsche Waage ist nach ihrem Erfinder benannt, Carl Friedrich Mohr, einem deutschen Naturwissenschaftler aus dem 19. Jahrhundert. Wenn wir von der Dichte sprechen, meinen wir im Allgemeinen die Massendichte, die definiert ist als Masse pro Volumen. Die SI-Einheit der Dichte ist Kilogramm pro Kubikmeter. Man kann die Dichte aber auch in anderen Einheiten angeben. Ein Kilogramm pro Kubikmeter ist genauso viel wie ein Gramm pro Kubikdezimeter. Man kann aber auch die Dichte angeben in Kilogramm pro Kubikdezimeter. Das ist genauso viel wie Gramm pro Kubikzentimeter und das ist 1000-mal mehr als Kilogramm pro Kubikmeter. Wenn man die Dichte bestimmen möchte, kann man die Masse messen und das Volumen und dann den Quotienten bilden. Alternativ dazu kann man das Prinzip des Auftriebs nach Archimedes verwenden, wonach ein Körper eine Auftriebskraft erfährt, die genauso groß ist wie die Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit. Als kleine Randbemerkung, jeder Körper erfährt auch eine Auftriebskraft in Gasen, aber da Gase eine sehr viel kleinere Dichte haben als Flüssigkeiten, ist die Auftriebskraft in Gasen sehr viel kleiner und wird oft nur als Korrekturfaktor berücksichtigt. Jetzt das Messprinzip der Morschen Waage. Die Morsche Waage ist eine ungleicharmige Hebelwaage, die hat hier ihre Arme, das der eine Hebelarm, der andere, die sind ungleich. Auf der einen Seite hängt der Probekörper dran. Hier haben wir eine Skala mit Kerben, in denen ich nachher Gewichte einhängen kann. Und auf der anderen Seite habe ich ein Gegengewicht. Ohne Flüssigkeit ist die Morsche Waage im Gleichgewicht. Wenn ich jetzt hier gleich meine Flüssigkeit hinstelle, gibt es an dieser Stelle eine Auftriebskraft und der Hebel kippt in diese Richtung. Und das kann ich ausgleichen, indem ich auf dieser Seite Gewichte anhänge. Ich habe drei Reiter, die sich in einem Verhältnis 1 zu 10 zu 100 verhalten und kann damit dann gleich die Auftriebskraft kompensieren. Bevor ich beginne, muss ich schauen, dass die Waage wirklich im Gleichgewicht ist. Dazu habe ich hier eine Stellschraube und kann hier einstellen, dass das hier genau passt. Und dann kann ich meinen Becherglas mit meiner Probeflüssigkeit, in diesem Fall ein Alkoholgemisch, dann den Senkkörper dort eintauchen. Noch eine kleine Bemerkung, dieser Körper hat hier ein Thermometer. Das ist dazu da, dass man die Temperatur gleich bestimmen kann, da ja die Dichte von Flüssigkeiten temperaturabhängig ist. Allerdings ist dieses Thermometer sehr ungenau und es empfiehlt sich, eventuell ein genaueres Thermometer zu benutzen, wie beispielsweise dieses. Jetzt bringen wir den Probekörper in die Flüssigkeit und wie man sieht, ist damit die Waage auf diese Seite gekippt. Das liegt jetzt, wie schon gesagt, daran, dass hier eine Auftriebskraft wirkt. Diese Auftriebskraft kann ich kompensieren und ich beginne auch hier mit dem größten Reiter und hänge den hier ein und gehe wieder schrittweise weiter und schaue, ab wann es kippt. Kippt immer noch nicht, kippt immer noch nicht, schon fast. Und hier kippt es. Dann setze ich den wieder eins zurück. Der sitzt jetzt an der Kerbe, die mit einer 8 markiert ist. Und damit kann ich sagen, die Dichte liegt zwischen 8 und 9. Über die Einheiten machen wir uns gleich Gedanken. Jetzt nehme ich den zweitgrößten und fange wieder an, den hier einzuhängen. Oh, da habe ich zu stark gedrückt. Und schaue, ab wo etwas passiert. Und hier kippt es schon fast, aber noch nicht ganz. Und ich kann es jetzt noch eins weiterhängen. Und das ist eindeutig zu viel. Das heißt, dann geht der auch wieder eins zurück. Und schauen wir mal an, wo sich die Waage einstellt. Und die ist jetzt noch ganz ein Hauch zu klein.
dann kann ich jetzt den kleinsten Reiter da drauf setzen. Dazu gibt es noch ein, als Hilfsmittel eine Pinzette. Und mal schauen, jetzt habe ich den richtigen Wert ziemlich gut getroffen. Und dann kann ich jetzt ablesen, da habe ich den größten bei der 6, den bei der 8, den zweitgrößten bei der 6 und den kleinsten bei der 2. Das heißt, ich habe 862 Kilogramm pro Kubikmeter. Oder wenn man es in einer anderen Einheit ablesen möchte, kann ich auch sagen, ich habe 0,862 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Die Dichte von Flüssigkeiten liegt zwischen 0,7 und knapp 2 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Und das heißt, wenn ich hier alles nach vorne schiebe, komme ich bei 0,999 an. Und wenn ich eine Dichte habe, die größer als 1 ist, wie kann ich die bestimmen? Und dazu habe ich noch einen zweiten Reiter. Jetzt sozusagen habe ich eine Flüssigkeit, die eine kleinere Dichte hat, aber ich kann es einfach mal spaßeshalber so anhängen. In diesem Fall hätte ich jetzt hier die 0,9 und hier die 0,4, macht insgesamt 1,3 und hier noch 1,362 als Messwert. Noch einen Hinweis, wenn ich dieses jetzt genau an der gleichen Stelle anhängen möchte, dann ist ja hier schon dieser zweite Reiter, da besteht die Möglichkeit, diesen Reiter einfach hier unten dran zu hängen und ich kann auch den kleinsten, könnte ich auch noch hier anhängen. Bringe ich jetzt nochmal in die Stellung, wo ich Gleichgewicht hatte, das war bei 0,862. Jetzt noch drei kurze Hinweise zur Benutzung, worauf muss man achten. Es dürfen keine Luftbläschen sich an dem Probekörper befinden, weil das zu einer zusätzlichen Auftriebskraft führen würde und das Ergebnis verfälscht. Man muss darauf achten, dass der Probekörper hier nicht die Kante des Becherglases berührt. Auch das würde die Messung verfälschen. Und man muss darauf achten, dass der Probekörper vollständig eingetaucht ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.